Okay, ja. Ihr Anzüge sind eisfest. Ach Scheiße, ich sollte ein bisschen ausweichen. Warum kann ich eigentlich keine von denen wieder beleben? Ich muss ständig die beleben. Die Besiedlung ist nicht bei mir. Bitte nicht nochmal die Katzen, bitte nicht nochmal die Katzen, bitte nicht nochmal die Katzen. Na komm. Die Ungläubigen! Oh, da wird jemand getötet! Das war sehr gut. Na warte, ich habe doch so einen aufgeladenen Schuss, oder nicht? Na, auch gleich. Eine ganze Station voller Aerobullen. Genau das, was wir brauchen. Da drüben ist noch jemand. Rocket, entdecke Hora! Pfeif deine Hunde zurück! Wenn wir Glück haben, hat sie nichts damit zu tun! Jetzt wissen wir wohl, wohin die alle sind! Nicht alle! Wir müssen trotzdem noch Hora finden! Ist nicht gut für unsere Strafe! Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr! Wegen der verflachten Tür müssen wir den Weg nehmen, auf dem sie gekommen sind. Rechnet also mit mehr violetten Freaks! Ja! Was war das überhaupt für ein merkwürdiges Leuchten? Lasst uns Corell suchen, sie weiß bestimmt, was hier los ist. Falls sie uns nicht umbringen will, wie der letzte Trupp. Niemals. Nicht Corell. Naja. Ich weiß ja nicht. Sieht aus wie ein Mein Pott! Nicht gut! Nova tötet Nova! Er hat gewonnen! Da ist deine Antwort! Oh Mann, das ist schlecht! Wir sind gleich bei euch! Wir können nicht rumstehen und auf den Tod kommen! Keiner von uns hat wirklich eine... Fleischkopf! War schön, dich zu kennen! Peter! Sind jetzt alle verrückt geworden! Folgt deiner Landung wie Schnee! Die anderen müssten schon unterwegs sein! Lass sie ausruhen und das Pack gehört wir uns! Kommen wir an Norma mit? Ich bin sicher, sie kriegen ihre Chance. Die Kavallerie ist da. Ich bin mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Halt sie in Streit! Sei es besser! Halt sie unten, Groot! Sind die noch welche am Leben? Können wir was ermetzelt gerade? Großer! 12 Uhr! Die Uhrzeit ist unerheblich! Uhrzeit ist unerheblich! Das ist wesentlich informativer! Wer sich widersetzt, muss getilgt werden! Schlag die zusammen! Triff deinen Schöpfer! Sieht er die Uniform des Nova Corps nicht? Sagt der Typ ohne Hemd!
Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Tu ihn weh, Gamora! Es tut auch nicht weh! Nicht sehr! Hau sie weg, Rocket! Normale Angriffe klappen nicht! Ich bin gut! Lass es frei! Hindert meine Sicht! Hey, Quill! Ich glaube, der Große sieht Sterne! Besser als eine Tasse Kaffee? Na komm. Ich kann nicht klar denken, solange dieser Nova-Core-Idiot mit Minen um sich wirft. Wie ein heißes Messer. Lösch sie auf, Rocket! Den drüben hin. Oh Mist! Oha, sie ist am Sterben. Wie kann ich? Ach du Scheiße. Das ist ein Problem. Hol sie dir, Tiger! Was jetzt, Peter Quill? Schreit sie auseinander! Du bewegst dich vergeblich! Hier ist nur Platz für einen coolen Mann. Na komm! Ich glaube, der Elektro-Traumator hat Priorität! Willst du ein Feuerwerk sehen? Alles in Ordnung? Ich bin gut. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Finde sie fest. Wenn's nicht der Schild ist, sind's die Minen. Na komm. Alle kommen Verstärkung. Wirf's auf sie, Großer. Dieser verwirrte Idiot wird das Nova-Core nicht länger entehren! Genau, Großer! Zeig ihm, wer der Boss ist! Peter Quill, entfeste dich gegen diesen Narren! Gerne. Zeig ihm seine Kraft! Spüre meinen Zaun! Entzünder Wein! Räucher sie aus, Rocket! Nicht gut. Tödlich, der Flow ist anders. Der Nova-Core! Falls jemand fragt, wir haben die Nova-Core-Dienstwagen nicht mehr erklären sollen. Aggressivität ist auf der besten Schuld. Oh, okay, Kacke. Der Große hat was jetzt, Peter? Friss das! Und was sie können. Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Okay, dann wollen wir diesen misstatigen Soldaten mal anschalten. Diese Minen gehen mir langsam auf die Nerven. Vielleicht solltest du diese Elektro-Zauberei. Ach du Scheiße. Ja, ich hab mich ganz am anderen. Ich hab dir jetzt schon den Hintern gerettet. Zeig ihn. Du hast keine Chance. Achtet auf die Sprengsätze des Großen. Ach du Scheiße. Diese verflagten Minen können sich... Leute, Gruppe bilden! Zeit für neue Orientierung. Wohin wir uns auch wenden, immer stört uns der Feind, Peter Quill. Als wüssten wir nicht mehr, wie man kämpft. Oh, ich weiß das durchaus, Großer. Aber diese Flaknasen sind das zäh. Habt ihr vergessen, wie zäh wir sind? Wir fürchten ja, niemanden. Es ist hart da draußen. Aber habt ihr vergessen, wer wir sind? Wir fürchten niemanden. Verflagt richtig. Wir kennen es nicht anders. Wir schießen scharf. Wer sich mit uns anlegt, muss dafür bezahlen. Wer ist dabei? Sterbt! Nur her damit! Gute Anstrengung! Zerstören! Vergehen! Es wird mir Spaß machen! Treibt sie zusammen, Groot!
Lass ihn weg, Wolfen! Ich kann uns auf den Großen konzentrieren. Du kriegst das hin! Du bist dran, Großer! Mach dich bereit, Unhold! Jetzt. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Na komm. Mach da. Und jetzt? Gute Arbeit, ihr zwei! Ich glaube, die Minen machen uns keine Sorgen mehr! Na, verdammt. Peter wurde getroffen! Dürfte zu den Minen. Spürst du das? Tu ihn weh! Fängt ihn! Zeig ihn, Groot! Da ist noch einer! Na komm. Diese Minen werden doch zum Problem. Hast du schon gefragt? Nee. Packt deine Schlafbombe aus. Wenn es nicht der Schild ist, sind es die Minen. Es reicht. Korrekt. Der Elektrokorsoldat muss als nächstes weg. So nämlich. Game over. Ich verdiene ihn noch. Ich glaube nicht, dass wir heute unsere Strafe zahlen. Oh, was du nicht sagst. Leute, Corells Schiff steht vor unserer Nase. Wir müssen einfach... Was? Was müssen wir einfach tun, Quill? Ein Haufen durchgeknallter Space Cops wollte gerade Konfetti aus uns machen. Und du willst ihnen eine Revanche anbieten, weil deine Freundin Stress haben könnte? Darum geht's überhaupt nicht. Und sie ist nicht meine Freundin. Sieht aber so aus. Rocket, hier geht es nur um eins, dass wir unser Schiff zurückkriegen. Wir finden Corell und dann ist das alles nicht mehr unser Problem. Du hast recht. Dann ist es nicht mehr unser Problem. Weil wir nicht abgemacht hatten, dass wir durch die halbe Galaxie gehetzt werden. Von einem Erdtrottel, der mit Bullen kuschelt. Ich bin gut. Ach, komm schon. Echt jetzt, Corell? Schließ dich den Wächtern an, hat sie gesagt. Ist gut für deine Psyche, hat sie gesagt. Oh. Okay. Spitzt mal alle die Ohren. Groot und ich, wir werden uns jetzt vom Acker machen. Jeder, der eine Mitfluggelegenheit braucht, ist eingeladen. Und wer nicht, der kann zur Hölle fahren. Ich schließe mich dem Nager an. Wir haben's versucht. Verfolgt die Ungläubigen! Alle müsst ihr Geschenke. Gläubige. Falls diese Irren meinem Schiff irgendwas angetan haben. Was ist denn das für ein merkwürdiger Kult? Rocket, komm schon! Selber komm schon! Ich hab dir gesagt, wir sollten gehen! Machen wir doch! Ich bin an Bord! Lass uns die Milano finden und. Eindringlinge in der Reparaturbuch. Und versuchen dabei nicht drauf zu gehen. Endlich mal was Vernünftiges von dir in diesem Zyklus! Eindringlinge in Knotenpunkt C! No, nicht schon wieder. Hinten sind noch mehr, verdammt.
sowas von Leute unsere Feinde sind? Du kannst sie ja einfach mal fragen. Greg, Schleuder! Von wegen, verlasse das Boot! Diese Gänge werden nicht nur zu verlassen sein. Diese Abtrünnigen gehen nicht nach! Ach so. Das hat noch direkt zugehört. Eine Idee, wo wir hin müssen, Rocket? Oh, hör bloß auf. Ich frag ja nur. Rauf! Wir kamen in einem Aufzug runter. Jetzt müssen wir in einem rauf, um zum Hangar zurückzukommen. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Letzte Begegnung mit dem Nova Corps war mir lieber. Meinst du, deine Köder sind das hier? Bestellung! Jetzt schlägt Greg den Zerstör! Halte auf deine Enden! Ich habe meine Enden! Festnagel Group! Na komm mal. Hey, ihr wisst schon, dass ihr leuchtet, oder? Ja, vielleicht solltet ihr euch untersuchen lassen. Daneben. Hey, ich hab mich hier im Angriff. Könnt ihr später darüber reden? Wie lange muss ich euch beiden noch beim Streiten zuhören? Ich bin gut. Ach, zumindest für den Moment. Hey, du hast doch gesagt, wir müssen rauf, oder? Weiter rauf als das. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal das Nova Corps bekämpfe. Die sind nicht mehr Nova Corps. Genau, das zählt nicht. Aber wer oder was sind sie? Hey, hier kommen wir durch. Ich bin gut. Für dich reicht's. Zieh einfach den Bauch ein. Vielleicht ist Corell mit ihrem Schiff zurück nach Xander. Psst. Um Meldung. Sieh mal. Beten sie etwa? Ach, du Heiden. Wo zur Hölle sind wir da nur reingeraten? Seht euch den Großen an. Der gehört doch nicht zu Nova. Das ist ein Zauberer. Seht, wie seine Magie zu dem Altar fließt. Es gibt überhaupt keine Magie. Kommt schon. Gehen wir, bevor diese Durchgeknallten uns entdecken. Ich fürchte, wir müssen sie erledigen. Ich bin im Kult gestolpert. Ich sag's nochmal, das ist nicht unser Problem. Das wird es aber, falls sie Nova Corps übernommen haben. Kein Nova, keine Strafe. Kein Problem. Wir sollten das vielleicht jemandem mitteilen. Erzähl's deinem Tagebuch. Kommt, hier runter. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bringe lediglich Abstand zwischen uns und diese Irren. Schön zu sehen, dass du zur Abwechslung mal zuhörst. Man kann zuhören nicht sehen. Leg dich nicht... Würdest du... Ja, ich kümmere mich um die Tür. Jemand muss uns ja hier rausbringen. Tilg die Ungläubigen! Verflagter Mist! Kann denn gar nichts klappen? Das ist ja super. Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden. Quill sollte das aufnehmen, sonst ist fällig. Moment, ich hab die hier unten. Zu ihnen, Drax! Komm runter! Hab ich alles im Kopf? Verstanden? Auge im Kopf? Meine deine netten Worte für später, Quill. Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket. Ach, scheiße. Der Tod ist da! Sie lassen echt den Sturzgeist vermissen! Ihre
ein deutscher Heim lässt nicht auf Ehre schließen. Ey. Ich bin am Arsch. Ich muss hier weg. Diese Minen gehen mir langsam auf die Nerven. Ich werde ihre Knochen brechen. Hey, Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Mach dein Ding, Gamora. Auf die Spitze getrieben. Scharf. Pickel sie ein, Puppel. Peter, kannst du ihn erreichen? Wieder ein durchgedrückter Nova-Kursor. Nee, hier wird gerade. Ich bin gut! Man muss ihm helfen! Ja, ist ein bisschen blöd. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann nicht Leute heilen, wenn ich im Arsch bin. Mit all diesen Minen ist auf dem Schlachtfeld viel zu viel los. Die Zeit ist reif für ein wenig Massenkontrolle. Schalten Sie aus! Sein Ende wird näher. Was jetzt, Peter? Ausschalten. Reingehackt ist Gamora! Bis auf die Knappen! Mach dein Ding, Drax! Erwarte Stern! Na komm. Achtung, er hat Minen. Einer weniger. Ja, beim nächsten Mal sollte sie vielleicht ausweichen. Bomben bringen gar nichts. Wo ist Drax? Verdammt. Ihr braucht nicht auf den Beinen, Großer. Na komm. Kümmere. Sicher, dass du sie aufkriegst? Musst du bei jedem Schritt an mir zweifeln? Hab! So, für Drax sollten wir mal Karf ansturmen. Ich nicht! So, gehen wir! Ich hab nicht gezweifelt, ich bin nur... Klar! Und weiter geht's. Können wir irgendwie rausfinden, wo die Hope hin ist? Warum zum Flak sollten wir das wollen? Ist das? Tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Fla, können wir endlich gehen? Wer genau war das? Okay, Hangar, wir kommen. Wie zum Flak lautete die Docknummer? R73-4PL. Meinst du das ernst? Immer. Du bist meine neue Lieblingsperson, Muskelpaket. Ich bin gut. Nein, nicht wirklich. Da ist sie ja. Komm zu Papa. 4PL. Ich habe die große Befürchtung, dass wir noch nie diesen kämpfen müssen. Klar, Stege aus und Flock. Was denn? Die Klemmen lösen sich nicht. Diese Irren müssen sie gesperrt haben. Kannst du das deaktivieren? Das wäre dann aber eine schlampige Sperre. Ich kann sie starten und die Triebwerke warm laufen lassen, aber die Klemmen müsst ihr manuell lösen. Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Alle Gläubigen sofort zum Zentralhangar. Überlass niemand darf ihrem Licht entkommen. Konzentrier dich auf die Klemmen, Peter. Wir versuchen, sie von dir fernzuhalten. Eine erledigt. Das wahre Nova-Korps würde mir nicht sehr leicht fallen. Wenigstens haben wir keine Centurion. Das war wohl nix. Halt, halt! Das war die nächste! Okay, ich hab Zugriff auf die Systeme der Milano. Wo sind meine Songs? Ich hab deine terranische Fickmusik. Da kommt noch welche! Aber einen von den Nova-Core-Irren ausgeschaltet! Diese Abtrünnigen geben nicht nach! Ach du Scheiße. Da ist sehr viel hier.
Sie wollen wirklich nicht, dass wir gehen. Schön gebraucht zu werden. Na komm, Rex. Alter. Leute, Gruppe bilden. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Lange habe ich einen Sieg wie diesen herbeigesehen, Peter Quill. Trete zurück, damit ich sie allein beenden kann. Nein. Falls jemand diesen Kampf allein gewinnt, dann bin ich das mit meiner Klinge. Leute, was soll das Gerede vom Solo-Kampf? Wir sind ein Team. Wir kämpfen gemeinsam besser. Denn da draußen gilt einer für alle und alle für einen. Und genau so werden wir diesmal siegen. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer. Doch geht's. Brauchen wir hier ein bisschen Unterstützung. Mach sie fertig, was sie vorhaben. Diese Typen sind keine Faulpelze. Fast wie das echte Nova Corps. Mach die Gruppe den Groot! Zerschnäpfe sie! Wie ein heißes Messer! Dieses Leuchten ist irgendwie wunderschön! Gruselig ist es! Das ist es! Kann grad nicht. Das ist scheiße. Wie läuft's da drin, Rockes? Ja, wirklich, die klemmen. Versuch mal die Klemme zu erreichen. Du kannst zusehen, nachdem du ich habe jetzt gerade keine Orientierung. Wow. Und anscheinend wissen sie es. Was jetzt, Peter Quill? Wo sind die Klemmen? Mach Aufschnitt aus ihnen! Zeig deine Äste, Groot! Pass, Drax! Was immer sie vorhaben, diese Typen sind keine Faulpelze! Ich sehe nicht, inwieweit ihre Haltung relevant wäre! Da drüben sie ist noch einer. Ich nicht, dass wir gehen! Schön gebraucht zu werden! Ich wüsste trotzdem gern, was es ist! Zugeben, die Musik ist eine Verbesserung. Siehst du? Ach, Scheiße, warum musste ich hier dann? Ergebt euch oder werdet vernichtet. Das kann ich jetzt gerade sehr gut gebrauchen. Was für ein Stinklevel. Ach, du Scheiße. Peter Quill, entfessle mich gegen diese Narren! Gerne. Wenn ich es mal hinkriege. Alles für dich, Drax! Trotz deinen Schöpfer! Es setzt doch gleichzeitig ein Kurs, falls möglich! Ich muss da mal hinterkommen. Gruselig ist es! Das ist es! In der Fessel noch. Wie komme ich denn dahinter? Die letzte! Navigation bereit! Bin ich zu weit weg oder was? Anscheinend wollen sie wirklich keine Zeugen! Zeugen zurücklassen. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Das könnte ein Problem werden. Das Können wir aber was überleben. Da
noch ein kleines bisschen. Mein Schiff! Ich so, das Schiff. Vorsichtig! Willst du es selber machen? Macht euch bereit! Jetzt! Los, los, los! Schnell! Ich halte sie auf! Und jetzt? Wir sollten Kurs auf Contraxia nehmen und unsere Probleme bei einem kühlen Ketefbräu bereden. Das klingt nicht schlecht, aber... Wir sollten zuerst melden, was wir gesehen haben, oder? Weil das unser größtes Problem ist, Quill. Komm, Groot, wir haben zu tun. Rocket! Was ist denn los mit dem? Die Abscheulichkeit ist niemals zufrieden. Aber Rocket hat ganz recht. Unser Funk ist Schrott, der Tracker-Counter läuft und Corell könnte überall im Universum sein. Oh, es sieht nicht gut aus. Ja, wir klemmen für wahr in den Sitzen. Du meinst, wir sitzen in der Klemme? Hab ich doch gesagt. Eine kleine Abwechslung wäre nicht schlecht. Also? Contraxia? Ich denke, Nowhere wäre besser. Ah, auch ein guter Ort für gepflegte geistige Getränke. Wir machen dort Meldung. Hör mal, Cosmo und ich kennen uns schon ewig. Er ist Sicherheitschef und sorgt dafür, dass die richtigen Leute vom Rock erfahren. Und der Tracker und die Strafe? Rocket kennt jemanden auf Nowhere. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay. Ich gebe die Koordinaten ein. Du solltest mit Rocket reden. Nach Nowhere. Ist auch schuld. Okay. Und wir gucken hier einfach hinterher. Ah. Peter Quill, was bedeutet zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Dass man zwei Probleme mit einer einzigen Lösung löst. Ha, ich wusste es. Es gibt keine Fliegen auf Nowhere. Kommt drauf an, ob Ski erzählen. Von denen habe ich ein paar gesehen. Ah ja. Push comes to shove. We'll bring hell down from above.